Das ist die Geschichte über einen großen König, einen Diener Allah subhanahu wa ta'alas. Viele Mythen ranken sich um ihn, aber er war vermutlich kein Gesandter Allahs, doch er war ganz gewiss ein Muslim. Er glaubte nur an einen Gott und trotz seines unermesslichen Vermögens und seiner uneingeschränkten Macht, die ihm von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben wurde, war er ein König, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetete. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn mit außerordentlicher Kraft ausgestattet, mit erheblicher körperlicher Kraft, aber auch mit einer überragenden Armee. Eines lag Dhulqarnain besonders am Herzen. Er wollte den größtmöglichen Teil der Welt erobern, damit auf der Welt die Gesetze Allahs herrschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der sinngemäßen Übersetzung: Und sie fragen dich nach Dhulqarnain. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erleichterte ihm den Weg zum Erfolg. Er hatte keine finanziellen Sorgen, denn er war König. Noch hatte er Machtprobleme, da ihn Allah subhanahu wa ta'ala mit einer überlegenen Armee ausgestattet hatte. Auch mit einem schlechten Image, mit dem viele Könige zu kämpfen haben, musste sich Dhulqarnain nicht abmühen. Die Leute wussten, dass er gerecht und bescheiden ist, dass er Gott fürchtet und ihm diente. Dhulqarnain hatte einen sehr, sehr guten Ruf. Menschen fürchteten ihn nicht, vielmehr respektierten sie ihn und liebten ihn. Seine Feinde fürchteten Dhulqarnain. Noch bevor er auf sie losmarschierte, waren seine Feinde vor Furcht nahezu kampfunfähig. Dhulqarnain war so lange auf Reisen, bis er zum Land der untergehenden Sonne kam. Das heißt, er ging so lange gen Westen, bis die Sonne im dunklen Wasser unterging. Einige Gelehrten sagen, dass mit dunklem Wasser das Schwarze Meer gemeint ist. Andere meinen, damit ist die Ägäis gemeint. In diesem Gebiet fand er Menschen vor und ihm wurde offenbart: O Dhulqarnain, möchtest du sie bestrafen oder ihnen mit Güte begegnen? So heißt es im Koran. Er sagte: Was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinen Herren zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Dann machte sich Dhulqarnain wieder auf den Weg, bis er an den Ort kam, wo die Sonne aufgeht. Dort fand er ein Volk vor, dem kein Schutz vor der Sonne gegeben wurde. Dieses Volk dürften Wilde gewesen sein, die keine ordentliche Kleidung oder feste Behausungen kannten und sich somit vor der senkenden Sonne nicht schützen konnten. Also machte er sich wieder auf den Weg, bis er in eine Region kam, die wir heute als Turkmenistan kennen. Dort kam er an einen Ort zwischen zwei Bergen. Zwischen diesen zwei Bergen lebte ein Volk, mit dem er sich kaum verständigen konnte, da sie eine völlig andere Sprache sprachen als er. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Fähigkeit, sie dennoch zu verstehen. So heißt es im Koran: Sie sagten: O Dhulqarnain, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Wer sind Ya'juj und Ma'juj? Einige Gelehrten meinen, so auch Ibn Abbas radiallahu anhu, sie waren ursprünglich türkische Mongolen. Andere Gelehrten meinen, Ya'juj und Ma'juj wären zwei Völker, die aus den Mongolen, Türken, Chinesen und anderen asiatischen Völkern entstanden sind. Im Tafsir von Ibn Abbas radiallahu anhu, der authentisch ist, sind ihre Vorfahren von den Türkvölkern, also Mongolen, Tataren oder ähnliche Stämme, die in Zentralasien beheimat waren und bedauerlicherweise viel Unheil anrichteten. Ya'juj und Ma'juj sind sehr eigenartige Völker. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erschaffen und sie sind Menschen, allerdings haben sie viel Unheil angerichtet. Sie randalierten und zerstörten sehr gerne. Wenn sie eine Stadt verließen, brannten sie sie nieder. Anstatt von einem Baum die Früchte zu pflücken, brachen sie seine Äste und Zweige ab, sodass der Baum einging. Sie waren sehr ungehobelte Menschen. Dhulqarnain wurde Geld angeboten, eine Schutzmauer zu errichten.
so heißt es im Koran, er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. Das ist die Barriere, die Dhul-Qarnayn errichtet hat, um Ya'juj und Ma'juj aufzuhalten. Somit konnten sie diesen Schutzwall nicht überqueren. Es heißt weiter im Koran, er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Im authentischen Hadith wird überliefert, dass Ya'juj und Ma'juj jeden einzelnen Tag versuchen, diese Mauer zu überwinden. Sie graben und versuchen, die Mauer zu durchbrechen. Doch die immens dicke Mauer hält stand. Auch heutzutage mühen sie sich ab. Und auch heute kratzen sie an der Mauer. Und jeden Tag sagen sie, morgen machen wir weiter. Doch am nächsten Tag finden sie die Mauer standfest und angewachsen vor sich, bis sie eines Tages sagen, Insha'Allah machen wir morgen weiter. An diesem Tag werden sie erkennen, dass die Mauer nicht angewachsen ist. Und an diesem Tag werden sie die Mauer durchbrechen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, wann dieser Tag kommt. Dhul-Qarnayn lehrte uns, dass auch ein großartiger König, der viel erreicht, sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden soll. Dhul-Qarnayn bedeutet, Dhuh heißt der Besitzer und Qarnayn heißt in der Übersetzung zweier Hörner. Sein Name hat also die Bedeutung, der Besitzer zweier Hörner. Einige Historiker meinen, er wäre Alexander der Große. Doch Alexander der Große konnte Dhul-Qarnayn nicht gewesen sein. Denn Alexander der Große betete Götzen an und er richtete Gräueltaten in seinem Königreich an. Der einzige Grund, warum vermutet wird, Alexander der Große wäre Dhul-Qarnayn, hat mit den bekannten Persönlichkeiten der Geschichte zu tun. Wenn wir uns fragen, wer sowohl den Osten als auch den Westen beherrscht hat, denken wir sofort an Alexander den Großen. Doch es gab wohl noch einen Herrscher von Ost und West, über den heute nicht mehr so viel bekannt ist. Dhul-Qarnayn.